Einen wunderschönen guten Miteinander und willkommen in der Küche des Bösen. Heute werde ich etwas zubereiten, was ich so noch nie gemacht habe. Ich habe richtig Bock drauf. Es ist schon, das ist 20 nach 1. Schlafrhythmus on point, aber ist egal. Es ist nie zu spät, um lecker zu kochen. Ich hoffe, es gelingt mir. Und zwar gibt es heute grünen Spargel gebraten, Kartoffeln mit der besten Soße hollandaise, die es überhaupt gibt. Heute sogar mit 20% gratis, ist das nicht der Hammer. Und der Hauptbestandteil sind gefüllte Hühnerbrüste. Und zwar gefüllt mit feinstem Schafsmilchkäse. Yeah. Der kommt da rein. Ich mache es ohne Spinat, weil, keine Ahnung, irgendwie fühle ich das gar nicht so, muss ich sagen. Zu dem Käse kommt dann in das Huhn noch Zwiebel, Knoblauch, Chili und Salz. Das ist relativ simpel gehalten, das Ganze. Und ja. Let's go! Ich fange mal an mit den Kartoffeln, die müssen zuerst geschält werden und die kommen dann in diesen Topf. Das geht immer ganz einfach für mich. Ah, ist das nicht wunderschön? Sogar schon mit Salz und Wasser aufgefüllt. Mensch! Esst ihr lieber weißen Spargel oder grünen Spargel? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir schmecken beide fast schon gleich gut. Das ist echt was Feines eigentlich, wenn man es frisch zubereitet. Sogar Bio heute. Ho. Lieber zu viel als zu wenig abschneiden. Hat sich der Arzt bei meiner Beschneidung auch gedacht. So schneidet man übrigens Zwiebeln. Das ist auch schon alles fertig und wartet darauf, in dem Huhn zu landen. Jetzt muss das Huhn noch ordentlich geschnitten werden, also so Taschen. Und dann wird es angebraten. Es gibt wirklich Schöneres, als rohes Geflügel zu schneiden, vor allem sieht das immer so extrem unappetitlich aus. Hier sind immer so Elemente dran. Ne. Aber es schmeckt so verdammt gut. Da müssen wir ein bisschen mit Gefühl machen. Das ist mein erstes Mal. Ich könnte es durchaus versauen, aber ich hoffe nicht. Ja, so. Okay, das ist ein bisschen dünner auf das ganze Huhn. Das passt schon. Ich will jetzt hier keine unangebrachten Kommentare lesen bezüglich dieses Huhns. Muschis! Die Nachbarn sich wohl immer denken müssen, es kommt einfach so völlig random mitten in der Nacht so ein Schrei aus der Küche des anderen Nachbarn. Ja, egal. So, das gefällt mir schon ein bisschen besser hier. So, wunderschön. Da haben wir drei sehr ansehnliche Hühnerscheiden, Brüste. Während der Ofen vorheizt, wird das Huhn angebraten. Ich habe übrigens jetzt mal rausgefunden, dass ich die ganze Zeit meinen Herd nicht richtig bedient habe und den immer bei gefühlt nur 2/3 Hitze angemacht habe. Lass uns das einfach vergessen, okay? Ja. Junge, Alter, ich bin es gar nicht gewohnt, mit so einem heißen Herd umzugehen. Alter. Gott verdammt! Oh Junge, das spritzt! Grüße ans Vieh an dieser Stelle! Junge. Nach dem Anbraten wird das noch halbrohe Huhn befüllt. So. Was für ein wundervolles Spektakel, ohne Mist. Das ist ja wirklich eine pure Freude. So. Muss jetzt hier nicht alles perfekt sein, Hauptsache. Das läuft dann. So. Gut, der Schnitt war jetzt alles andere als perfekt. Scheiß drauf, Digga. Schmecken muss es. Das Ohr ist zwar mit, aber im Endeffekt frisst ja eigentlich nur der Wanst und das Maul. Irgendwie so, ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Scheiße. Oh Mann, ist das hässlich. Oh nee. Ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass es so optimal ist. Oh nee, das sieht so kacke aus. Das hier, das geht ein bisschen. Das geht so einigermaßen hier, aber der Rest sieht echt beschissen aus. Mit diesen Worten will man auf jeden Fall keine Drillinge bekommen im Leben. Okay, dann lege ich einfach den restlichen Käse jetzt hier über das Huhn. Das wird schon am Ende. Es wird zwar ein sehr käsiges Huhn, aber das Einzige, was hier wirklich wichtig ist, ist, dass das Ganze durchkommt auf gut Deutsch. So. Ich habe mich übrigens noch gegen die Würzung, die ich am Anfang gesagt habe, entschieden, weil hier ist bereits einiges an Pfeffer, Salz und Kräutern dran. Das sollte genug Würze geben, zusammen mit den Zwiebeln und Knoblauch. Das soll ja nicht komplett verwürzt sein. Boah, Alter, das sieht so scheiße aus. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das wird trotzdem schmecken am Ende. Hoffe ich jedenfalls. In dieser Pfanne werden wir übrigens auch noch den Spargel braten. Einmal Fett reicht ja für beides aus. So, Ofen ist, wie man sieht, vorgeheizt. Und jetzt kommt das Ganze hier bei etwas unter 200 Grad für ungefähr eine halbe Stunde in den Ofen. Und in der Zwischenzeit kochen die Kartoffeln. Die sind ja schon ganz gut am Kochen. Und wir können erstmal Pause machen und was auch immer, weil der Spargel, der kommt ja erst in 20 Minuten. Naja, dann viel Spaß. Gut. Was laber ich denn eigentlich von Pause machen? Ich habe hier eine riesengroße Sauerei gemacht, Alter. Spart einfach Zeit und Abwasch. Ganz simple Sache, Rudi. Ganz simple Sache. Sind wir heute eigentlich schon mal übergekocht? Und es ist an der Zeit für den Spargel. So. Na komm, esse wirklich. Der muss schön gleichmäßig durch werden hier. Ja, wird wieder eng in der Pfanne. Mann, och nee, jedes Mal dasselbe Bums hier. Ach du meine Güte, wie sieht es eigentlich bei unserem Huhn aus? Ja, zufriedenstellend. Oh ja. Yeah. Ja, ja, mein lieber Vati, es ist schon sehr praktisch, wenn man nicht seine gesamten Möbel über dem Herd hat. Das Lustige ist ja, dass mein Vati die Küche mir hier im Prinzip designt hat. Hm. Ja. Jetzt passt doch endlich alles mal richtig schön nebeneinander, dass es gleichmäßig braten kann. Am Anfang immer so nervig. Geil. Mmh, geil, 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 geil. Ja, 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 ja. Es muss viel mehr hektisch gewendet und gedreht werden. Oh nee, ist ja viel zu viel. Ach Junge. Mmh. Hier haben wir das fertige Ergebnis von außen und hier von innen. Und ich muss sagen, so soll es aussehen. Das ist auf jeden Fall durch. Nice. Ich würde sogar ausnahmsweise mal behaupten, dass das optisch auch was hermacht. Damit kann man arbeiten und morgen gibt es auch noch was Leckeres zu mampfen. So, Hollandaise darf natürlich nicht fehlen. So. Oh, wunderschön. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Mahlzeit. Die würde ich auch so im Restaurant bestellen und verspeisen und auch als optisch schon mal ziemlich einladend befinden. Oh ja, auch mein Mittagessen morgen wird auch schon mal geil. Na gut, ich habe es noch nie getestet, beziehungsweise verkostet, aber wenn das nie schmeckt, Alter, ja, muss ich es trotzdem essen. Endlich ist es soweit. Es hat jetzt fast eine Stunde gedauert, also wirklich genau 57 Minuten das zuzubereiten und zu diesem Punkt zu kommen. Ich habe leider keinen Tonic mehr. Das ist wirklich eine riesengroße Schande. Deswegen gibt es heute mal einen kleinen Shot vom Mädchen Gin. Aber auch nur einen kleinen. Ich bin eigentlich nicht so ein purer Gin-Trinker. Aber wenn er kalt ist, dann geht das schon mal. Cheers! Nun, ich fange mal an mit den Kartoffeln. Ich muss mir mal angewöhnen, beim Kartoffelkauf überhaupt drauf zu schauen, was es für eine Sorte ist. Das mache ich nämlich nie. Oh ja, die sind auf jeden Fall festkochend. Ach, diese Soße Hollandaise. Alleine Kartoffeln mit dieser geilen Thomy Soße Hollandaise sind schon geil. Und das ist ja nur die relativ profane Beilage. Diese Art von Essen ist so geil, aber sowas koche ich eigentlich selbst nie. Ich weiß auch nicht. Grüner Spargel ist schon geil. Ist zwar ziemlich viel Salz dran, aber es ist geil. Ja. So, und jetzt zum Hauptgericht. Ich bin vor allem gespannt, wie stark das gewürzt ist im Endeffekt. Es war, glaube ich, im Ofen ungefähr 37 Minuten, bis ich den Ofen ausgemacht habe und es dann ein bisschen stehen lassen habe. Also um einiges länger als eigentlich geplant. Ja, nee. Es ist sehr gut durch, aber noch nicht trocken. Ich habe Glück gehabt. Also hätte es auch 3 Minuten eher rausholen können. Mega geil. Wobei ich persönlich schon wieder fast noch Chili dran gemacht hätte. Ich krieg's immer nicht scharf genug. Das Problem ist, das hier muss auch dazu passen. Und wenn das hier mit Chili verwürzt ist, dann schmeckt das hier nicht mehr so geil mit der Soße Hollandaise und so. Deswegen relativ zurückhaltend mit Knoblauch und Zwiebeln. Aber auch dieser salzige Geschmack von dem Käse, mega geil mit den Kräutern, also richtig, richtig schmackhaft geworden. Das ist echt mega lecker hier. Boah, fuck, das ist eine der Mahlzeiten, die mir bisher am besten gelungen ist, finde ich. Sah auch diesmal gut aus. Ja, bin zufrieden. Ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man Geld ausgibt und viel Zeit investiert ins Kochen. Und es hat sich gelohnt. Ich meine, was ich jetzt hier für eine Mahlzeit bezahle, da kann ich mir halt auch wirklich gefühlt was irgendwo zum Mitnehmen. Heutzutage, wer kocht denn heutzutage überhaupt noch regelmäßig? Macht ihr das eigentlich? Nehmt euch wirklich die Zeit, stellt euch hin. Und vor allem die Leute, die jetzt nicht gerade für ihren Partner mitkochen oder ihre Kinder, die nehme ich jetzt mal aus, weil da ist das was anderes. Da hat man immer das Gefühl, das lohnt sich. Aber wer in einem Single-Haushalt wohnt, kocht überhaupt jemand von euch auf diese Art und Weise? Das würde mich mal sehr interessieren. Und damit danke fürs Anschauen. Ich werde mir jetzt diese Mahlzeit hier so ehrenlos in den Hals stopfen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, auf Wiedersehen. Euer Max Spargelberg.